Hier ist Koch Erleben live. Schönen guten Abend. Wir sind live auf dem Gelände des Klosters Grafental. Hier läuft der Aufbau für ein ganz besonderes Projekt, und zwar für den Hausarrest Biergarten. Schon mal nicht schlecht. Ein bisschen windig ist es hier und der Wind hat dafür gesorgt, dass meine spärlichen Informationen zu Boden gefallen sind. Aber gut, die beiden Jungs haben mir geholfen. Dennis Hein, Sascha Lange von Hausarrest TV. Was ist Hausarrest TV? Was macht ihr? Warum sind wir hier? Ja, schön erstmal hier zu sein. Hausarrest TV ist ein Konstrukt bzw. eine Organisation, die entstanden ist zum Anfang vom Lockdown unter DJs. Ich habe ein paar Livestreams aufgezogen. Wir waren ja schon mal bei dir zu Besuch im Rathaus damals. Genau, und dann Livestreams zu Hause, und jetzt wollen wir das erste Mal wieder was mit Publikum machen. Das heißt, ihr konntet ja durch Corona nirgendwo spielen. Ihr habt keine Acts gehabt, ihr habt keine Events, keine Partys gehabt. Und dann habt ihr eure Sets ins Internet verlegt und habt von ganz merkwürdigen Orten gestreamt. Ne? Also Rathaus ist jetzt nicht so merkwürdig, aber war zumindest einer der ersten Termine. Wo wart ihr noch mit Hausarrest TV? Auch, würde ich sagen. So DJ-Musik aus dem Rathaus. Ja, die Wände haben ein bisschen gebebt, ja. So wie sie es nicht gewohnt waren. Wo wart ihr noch mit Hausarrest TV? Wir waren vor einem brennenden Flugzeug beispielsweise auf einem Trainingsgelände. Wir waren auf einem Weingut an der Mosel. Wir haben oben auf dem Kühlturm vom Kernwasser Wunderland gespielt. Wir waren auf einem Boot auf der Spoy in Kleve, genau. Und jetzt seid ihr hier. Aus einem Zirkuszelt haben wir gemacht. Aus einem Zirkuszelt haben wir gespielt, richtig. Genau. Aus dem Port. Hier von Grafental schon. Also es gab schon viele spektakuläre Locations, wo Hausarrest gesendet wurde. Das ist auch so das Konzept. Ich darf da vielleicht mal kurz einhaken. Das ist ja wirklich so, die Bars wurden geschlossen, die Clubs wurden geschlossen, Diskotheken. Im Grunde für DJs keine Chance, was zu performen, für Leute keine Chance, die Musik wieder zu erleben. Und da hat der Dutch eben die Idee gehabt, wir machen das jetzt mal, wir streamen mal. Erstmal aus dem Wohnzimmer, dann haben wir aus einem kleinen Studio gestreamt, da bin ich dann auch dazu gekommen. Ja, und später war es einfach die Kombination Top-DJs, da waren auch wirklich deutschlandweite Größen dabei, ja, von Mega-Locations, und ist bisher eine Mega-Aktion gewesen, finde ich. Vielleicht eben zur Übersetzung, du hast ihn gerade Dutch genannt, er ist selber auch DJ, heißt da DJ Dutch. Ja, genau. Er ist auch selber DJ, und da wird dann auch Sascha Lange Sascha Makris. So, genau. Und ihr beiden steht neben ganz vielen anderen für Hausarrest TV, und jetzt seid ihr hier auf Grafental. Hier ist schon ganz ordentlich was aufgebaut für etwas, das am Samstag beginnt, aber live gestreamt wird ja dieses Mal nichts, ne? Sondern es findet alles hier vor Ort statt, richtig? Genau, also für uns war das so ein bisschen der nächste Schritt. Wir haben gedacht, okay, es geht wieder ein bisschen was. Natürlich ist es wichtig, dass wir etwas schaffen, wo wir auch die Hygienemaßnahmen in Sachen Corona einhalten können, also wirklich eine sichere Sache aufbauen. Aber es dürfen sich Leute wieder treffen unter bestimmten Bedingungen. Da ist das Biergartenformat auch eigentlich ein perfektes Format dafür, eben einmal wieder Spaß zu haben, aber auf der anderen Seite eben auch sicher durch den Tag zu kommen. Und insofern haben wir diesen Biergarten geschaffen, mit dem wir den nächsten Schritt in Richtung ein bisschen Normalität gehen können. Dennis, wie muss ich mir das hier vorstellen? Also ihr habt einen Biergarten geschaffen. Was genau heißt das? Was genau findet hier statt? Wie geht es hier ab Samstag? Also der Biergarten funktioniert quasi so, man bucht sich einen Tisch online, beziehungsweise wir werden auch eine Abendkasse dann einrichten. Man kommt rein, wie gesagt, wird an den Tisch gelotst. Dann gibt es ein Line-up, beziehungsweise eine Stunde Einlass. Und dann legen vier DJs anderthalb Stunden, die wir auch international gebucht haben. Zum Line-Up kommen wir dann gleich nochmal. Genau, somit hat man dann 8 Stunden Spaß. Es gibt eine Closing-Show und dann hat man noch die Zeit, gemütlich auszutrinken. Es gibt was zu essen und alles halt hier im Biergarten, wie gesagt, vor der großen Bühne. Wir blenden mal Das Dumme ist nur, wenn man die Termine einblendet, kann man nichts mehr hören, habe ich gerade festgestellt. Also wir blenden gleich die Termine ein, damit ihr wisst, wann genau was passiert. Wir müssen es eben kurz sagen, weil man kann nichts hören, wenn man das einblenden. Also jetzt Samstag geht's los, dann am Sonntag, am nächsten Wochenende und am Wochenende drauf. Zu genau. Welchen Zeiten? Richtig, also wir haben verschiedene Editionen. Es fängt samstags an, wie du gerade schon gesagt hast. Samstag um 16 Uhr beginnt der Einlass und um 17 Uhr beginnt das Programm. Geht bis 23 Uhr. Danach haben die Leute, wie gesagt, noch eine Stunde Zeit, in Ruhe aufzutrinken. Sonntags beginnt unser... Das ist die Oldschool Edition. Also du sagst ja, wir haben immer Editions. Also jeder Tag hat auch so ein bisschen Motto. Am Samstag ist die Oldschool Edition mit Dahul, DJ Quicksilver, echte Größen. Ja, genau. Also echte Größen aus den 90er Jahren, die aber heute immer noch richtig fett auflegen, richtig gute Stimmung verbreiten. Deswegen hat der Dutch die auch gebucht. Und das ist so der erste Tag, ist Oldschool. Also für alle, die sich noch ein bisschen an früher mal erinnern wollen, aber auch für die Jungen, die nochmal richtig schön auf die Musik abgehen wollen.
Mit wie vielen Leuten kann man an einen Tisch? Also mit wie vielen kann ich mich da zusammenfinden? Bis 10 Leute können wir. Ja, richtig. Okay, Tickets gibt es unter www.hauserest.tv und der Dutch hat uns heute Mittag mal ein bisschen mitgenommen und hat uns gezeigt, wie es vor allen Dingen Backstage aussieht und das schauen wir uns jetzt an. So, wir starten unsere Tour. Ich nehme euch ein bisschen mit. Wir fangen an. Das ist unsere Bühne. 24 Meter breit mit 4 LED-Wänden, diverser Lichttechnik, damit wir auch dementsprechend einen schönen Biergarten für euch gestalten können. Ich bin sehr stolz drauf, oder wir sind sehr stolz drauf. Wir haben das Ganze noch mit Holz verkleidet. Genau, und ich glaube, das kann sich so sehen lassen. Gehen wir weiter durch den Park. Hier vorne sind unsere VIP-Loungen, die man auch noch, ein paar sind noch frei fürs kommende Wochenende. Wie ihr seht, mit 10 Personen auf schönen Lounge-Möbeln. Ansonsten werden im restlichen Park Bierzeltgarnituren aufgebaut, wo man auch mit 8 oder 10 Leuten dran sitzen kann. Gut, dafür gibt es auch noch normale Tickets. Und genau, dann sieht man hier den ganzen Biergarten. Ja, und dann laufen wir mal nach hinten, wo man sonst nicht so hin kann. So, dann sind wir jetzt hier im Backstage-Bereich. Folgt mir einfach. Und wie gesagt, dann sieht man die ganze Technik mal von hinten, beziehungsweise das ist der Bereich, wo sich die Crew und die Künstler aufhalten. Die Künstler bevor oder nachdem sie ihr Set gespielt haben. Hier haben wir einen Container, wo beispielsweise das Herzstück des ganzen Abends drin ist, die ganze Technik. Damit es Wind und Wetter geschützt ist, haben wir es hier in den Container gestellt. Dann gehen wir weiter. Kleiner Aufenthaltsbereich für die Leute, die gerade nicht auf der Bühne oder am Arbeiten sind, muss halt auch gewährleistet sein. Frische Getränke, hier gibt es dann auch was zu essen. Und dann gehen wir jetzt mal nach oben. Ja, das ist quasi die Sicht vom DJ in den Park hinein, den wir aktuell ja noch am Aufbauen sind. Deswegen stehen noch nicht die ganzen Möbel. Hier haben wir das DJ-Set und dann kann er quasi von hier aus loslegen und den Park bespielen. Dann nehme ich euch noch mit zur Kommandozentrale und dann laufen wir jetzt rüber. So, jetzt sind wir hier am FOH-Container, also umgangssprachlich FOH, der genaue Begriff ist Front of Hall. Da sitzen die ganzen Techniker, die die Bühnenshow machen. Deshalb gehen wir mal rein, dann könnt ihr es sehen. Wir haben hier den Tonbereich auf der linken Seite. Quasi hier drüber wird die Lautstärke gemacht, die Mikrofone, dass es sich alles schön anhört. Dann dahinter, das ist die Videoregie. Von hier aus werden die Leinwände bespielt und die Kameras bedient, die wir ja auch im Einsatz haben, damit auch die Leute, die etwas weiter hinten sitzen, den DJ vernünftig sehen können. Und in dieser Ecke ist eigentlich das Lichtpult. Das hat aber einen besonderen Platz bekommen, den zeige ich euch jetzt. So, jetzt sind wir oben auf dem Container an der FOH und hier ist das Lichtpult. Die Jungs wollten einen etwas besseren Ausblick haben und dann kann man quasi von hier das ganze Licht steuern. Genau, und das sind quasi so die Bereiche, die man sonst nicht zu sehen bekommt als normaler Besucher. Was ich euch aber natürlich auch nicht vorenthalten möchte, ist, wir haben unter diesem Vordach, wird die Theke gerade aufgebaut. Da gibt es dann kalte Getränke, leckeres Essen, alles vom Kloster Grafenthal. Ja, und das war so dieser kleine Einblick von uns. Der Hauserest Biergarten, so ein richtig schnuckliges kleines Festival hier auf dem Klostergelände Grafenthal. Dennis, wie lange habt ihr daran gebaut? Was für ein Aufwand, was für eine tolle Kulisse, was für eine tolle Bühne? Ja, gebaut an sich. Wir haben angefangen am Sonntagabend mit dem Shutteln des Materials und am Montagmorgen ging es dann richtig los mit roundabout 8 bis 9 Leuten am Tag und abends wurden es dann immer mehr für die, die noch geregelt arbeiten gehen. Dadurch, dass wir, bei uns steckt ja keine große Organisation, also keine geschäftliche Organisation oder so dahinter als Veranstalter, der sagt, genau, ihr seid kein Unternehmen letztendlich, genau, die das hier veranstalten, sondern wirklich eine Handvoll Enthusiasten. Ja, richtig. Somit, wie gesagt, wurde es dann abends immer mehr und dann wurden die Stunden auch länger. Also wir haben am Tag, ja, würde ich mal sagen, 12 bis 15 Stunden haben wir hier gebaut. Die eigentliche Vorbereitungszeit war so mit 8, 9 Leuten die letzten 7, 8 Wochen tatsächlich. Ja. Und die Idee für all das, also für die Kulisse und so, die ist dann auch von euren Leuten letztendlich gekommen oder gibt es auch wiederum Experten, deren man sich dann bedient?
Also die Leute, das muss ich ja mal sagen, die Leute sind tatsächlich Experten. Da sind ja viele Veranstaltungstechniker dabei. Das ist kein Hummelschwarm, der da über uns fliegt. Das ist eine Drohne. Das ist die Drohne, die hier noch ein paar Fotos macht. Wenn der Ton ein bisschen stören sollte. Genau, also ja, also wie gesagt, es sind eigentlich auch sehr, sehr viele Profis in dem Bereich. Wir haben Veranstaltungstechniker, die sich mit Licht auskennen, die sich mit Ton auskennen, die sich mit Bühnenbau auskennen, die sich mit Video auskennen, die sich also mit all diesen Sachen, die hier auch gebraucht werden, auskennen und die natürlich jetzt gerade nicht so wahnsinnig viele Jobs haben und hier wirklich volles Herzblut reinstecken, um so eine wirklich geile Bühne, so einen geilen Biergarten aufzubauen. Also man muss ja letztendlich wirklich sagen, ohne Corona, glaube ich, wäre sowas hier gar nicht möglich oder auch gar nicht denkbar gewesen letztlich, oder? Weil wahrscheinlich auch alle die jetzt Zeit haben, das hier zu realisieren, im Normalfall was ganz anderes zu tun hätten jetzt, oder? Also es wäre A, nicht so spontan entstanden, das stimmt schon. Und genau, Leute, die jetzt vielleicht in Kurzarbeit sind oder mehr Zeit haben als sonst, wenn sie freiberuflich sind, die wären sonst alle unterwegs. Festivals, Konzerte, den ganzen normalen Roadie-Alltag quasi. Wobei ich hoffe ja, wenn ich da nochmal reinspringen darf, ich hoffe ja, dass wenn die Normalität so richtig wiederkommt, dass wir das ganze Projekt weitermachen können und vielleicht nächstes Jahr sowas in noch fetter hier aufbauen können, ne? So als kleine Vision für die Zukunft. Also es ist auf jeden Fall der Startschuss und für euch ist das jetzt die Gelegenheit, Tickets zu ordern für den Hausarrest Biergarten. Samstag, Sonntag, also übermorgen geht's schon los, dann in der Woche drauf und nochmal in der Woche drauf. Tickets gibt's bei hausarrest.tv. Was kostet der Eintritt, Dennis? Oder an den Samstagen nehmen wir 15 € für ein normales Ticket, an den Sonntagen 10 und dann haben wir noch ein VIP-Upgrade. Genau, haben wir gesehen vorhin im Einspieler mit dem Dennis, diese netten Lounges, die mitten vor die Bühne gebaut sind. Genau, also es ist ja nicht nur die Lounge, also du kriegst natürlich wirklich einen Top-Platz direkt an der Bühne, du kriegst wirklich schöne Möbel, eine schöne Umgebung, dann gibt es auch noch 10 Wertmarken pro Person, die da inklusive sind, ein paar Häppchen, also das ist schon so der Platz in der ersten Reihe. Ne? Kostet dann wie viel? 55 € für die Samstage und 45 für die Sonntage, genau. Aber eben für 25 € auch schon Wertmarken dann drin. Genau, und es gibt für jede Kategorie und für jeden der Veranstaltungstage noch ein paar Tickets, habt ihr mir vorher gesagt. Also es lohnt sich auf jeden Fall noch reinzuschauen bei hausarrest.tv, um euch da die Tickets zu ordern. So, heute ist ein toller Tag. Wir haben blauen Himmel, die Sonne scheint. Könnte ja sein, dass es mal ein kleines Regenschäuerchen gibt an einem der nächsten Wochenende. So genau steckt man da ja nicht drin. Wie geht ihr dann damit um? Seid ihr darauf vorbereitet, Sascha? Ja klar, also natürlich, also jetzt sieht es ja momentan sieht es ja für Samstag sehr, sehr gut aus mit dem Wetter und ich habe auch schon ein bisschen in die Zukunft geguckt. Auch das nächste Wochenende sieht gut aus. Aber wenn dann wirklich mal so ein kleiner Regenguss runterkommen sollte, wir haben also kostenlose Ponchos besorgt, wir haben kostenlose Regenschirme besorgt. Also wenn wirklich mal kurzfristig was kommt, sind wir perfekt vorbereitet. Und sorgt ja wahrscheinlich auch dann für die willkommene Abkühlung, wenn die DJs hier richtig auflegen. Genau. Kannst ja schon mal heiß hergehen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ne? Ihr beide seid ja selber auch DJs und wir haben uns im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten, was das auch für euch für ein Gefühl sein kann. Denn ihr seid ja gewohnt, wenn ihr richtig gut drauf seid, richtig gutes Set spielt, dass die Leute richtig mitgehen. Geht in so einem Biergarten ja nicht so wie im Normalfall. Was ist für ein Gefühl dann von da oben? Wie stellt ihr euch das vor? Ja, also ich freue mich grundsätzlich erstmal wieder generell vor Publikum zu spielen, beziehungsweise die Emotionen mitzubekommen, die Gefühle der Leute, weil das ist ja eigentlich das, was uns als DJs genau, generell antreibt. Natürlich ist es nicht so, dass man einen Heat vor der Bühne hat oder so, wo die Leute wirklich eskalieren, sondern alles gediegener. Aber ja, wir werden sehen. Die Leute sollen natürlich trotzdem ihren Spaß an ihren Tischen haben. Von daher glaube ich schon, dass es... Ja, ich denke, das wird trotzdem fett. Ne? Und also ich habe ja auch ein paar Mal im Livestream aufgelegt, das ist natürlich noch viel mehr strange, wenn du da plötzlich in so einem Studio stehst oder an so einer Location, alleine vor einer Kamera. Party-People in so einem Publikum. Genau, du rufst dann Party-People ins Publikum und ist gar keiner da. Also das ist schon wirklich strange. Und hier ist wirklich für uns einfach ein riesiges Gefühl, wieder vor Leuten einfach spielen zu dürfen. Das ist ja immer auch so ein Geben und Nehmen. Und selbst wenn jetzt vielleicht da die Leute nicht auf der Tanzfläche rumzappeln, aber du merkst vielleicht trotzdem, dass die Leute Spaß haben, das ja ein bisschen rumwippen und so. Also da freuen wir uns alle. Ich glaube, alle DJs, die hier auflegen, freuen sich riesig auf diesen Event. Und das war ja auch der Ansporn von der ganzen Crew, die jetzt aktuell, glaube ich, an die 25 Leute sind im Hintergrund und dieses ganze Ding hier so auf die Beine zu stellen, wie wir es dann bis jetzt geschafft haben. Und alles andere wird sich dann ergeben an den Wochenenden. Ja, und trotzdem muss man darauf aufmerksam machen, darauf legt ihr letztendlich als Crew ja auch Wert. Die Corona-Regeln werden hier eingehalten, das ist ganz klar. Also das, was Vorgabe ist, das wird hier auch durchgeführt und durchgesetzt. Also es kann leider keine so eine Party sein, wie man es aus den letzten Jahren gewohnt ist. Aber
Es ist ein Treffpunkt für euch an den nächsten Wochenenden und zwar hier im Kloster Grafenthal. Hausarrest.tv kann man gar nicht oft genug sagen. Da gibt es die Tickets für die VIP-Lounge oder aber für die normalen Tische. Ihr beiden seid dabei. Auf wen freut ihr euch ganz besonders? Welcher DJ reizt euch ganz besonders, da mal zuzuhören? Ja, da fang du jetzt mal an, weil du bist der für die jüngere Generation. Naja, gut, ich habe ja auch jetzt viele, viele Freunde und Bekannte gebucht, die man immer schon mal überall kennengelernt hat. Und jetzt mit denen willst du keinen Dissen wahrscheinlich, ne? Naja, das ist halt schwierig. Ich freue mich auf alle, ne? Ich freue mich wirklich auf alle. Dadurch, dass ich ja auch das Booking mit dem Fritz und dem Sascha zusammen gemacht habe, es sind alles gute Jungs, es sind Freunde und Bekannte, wenn man das so sagen kann und will. Wir haben Headliner natürlich, das ist, wie gesagt, am ersten Samstag Dahul und Quicksilver. Dann geht es weiter an dem Sonntag, wo R&B und Latin Music gemacht wird, wo wir gesagt haben, wir machen mal einen Break hier im House Arrest Biergarten, weil eigentlich kommen wir ja von der Hausmusik her. Ist DJ Urban O aus Kleve, der auch ein großer ist. Und dann geht es nächste Woche mit der Festival Edition weiter. Freddy von Peruka will, Oliver Magenta, Brandon aus dem Bootshaus in Köln, was einer der angesagtesten Clubs in Deutschland ist. Ja, und übers letzte Wochenende wollen wir uns noch ein bisschen zurückhalten, aber es wird ja genauso dick wie die anderen. Ich will auch noch gerne den Sonntag nächste Woche bewerben, weil da werde ich auch auflegen. Da werden auch noch Van Keken und DJ Sternbusch dabei sein. Die werden vielleicht die Perukaville Campingplatzbesucher kennen, weil das sind so die Campsite-DJs. Die machen immer verrückte Sachen. Also nächste Woche Sonntag hier verrückte Sachen, auch im Biergarten. Aber wie der Dutch schon sagt, es ist eigentlich nicht so, dass man sagen kann, auf einen DJ kann man sich freuen. Es ist so, dass wir von Anfang an bei Hausarrest auch da unterschiedliche Genres bedient haben. Das war uns auch wichtig, weil wir Musik für viele machen wollen. Und deswegen haben wir wirklich Top-Highlights aus unterschiedlichen Genres dabei. Und ja, der Dutch sagt es gerade auch schon, wir werden am letzten Wochenende noch mal einen drauflegen. Aber noch nicht ganz unter Dach und Fach, aber da kann Goch sich noch mal auf einen fetten Knaller freuen. Die Infos dazu gibt es dann auch im Internet bei www.hausarrest.tv. Genau. Und eins ist ja ganz wichtig, es ist ja nicht nur was für junge Leute. Ne? Also wenn man so hört, Hausarrest und DJ und so, dann denkt man so an 16-, 17-, 18-Jährige überhaupt nicht. Ne? Ihr denkt auch ganz bewusst auch an das ältere Publikum. Ja, das war auch schon während der Livestreams übrigens so. Wir haben viele Fotos zugeschickt bekommen, die Leute das so zu Hause gucken, viele Videos bekommen. Das ist wirklich so, das macht, da guckt die ganze Familie zu. Das geht vom 17-Jährigen schon, aber das ist bis eben zu, seine Oma guckt immer zum Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, ob die jetzt auch in den Biergarten hier kommt, aber auch, es sind alle willkommen. Das ist ja sowieso, finde ich, in den letzten Jahren eigentlich toll, dass gerade hier bei uns am Niederrhein die Leute auch generationsübergreifend ausgehen. Und das ist hier im Biergarten natürlich auch willkommen. Wir freuen uns über jeden, der einfach Spaß an der Musik hat, Spaß an einem Biergarten hat und Spaß hat, mit uns einen tollen Tag zu verbringen. Genau, Oma Dutch ist auf jeden Fall dabei. Ah gut, ja, freut mich auch. Ich kenne ihn noch gar nicht, ich freue mich dann schon. Meine Mutter auch, die sind da auch wahrscheinlich, können die sich dann unterhalten. Somit sieht man ja, dass wir von jung bis alt. Bevor wir sind ja auch das beste Beispiel. Bei Oma Dutch ins Detail gehen, freuen wir uns über Hausarrest TV ab diesem Wochenende, beziehungsweise in Hausarrest Biergarten am Klostergelände Grafenthal. Diesen Samstag geht's los. Tickets www.hausarrest.tv. Entschuldigung übrigens dafür, dass die Bildqualität bzw. dass der Stream nicht ganz so einwandfrei gewesen ist. Es hat immer mal wieder Aussetzer gegeben, habe ich hier mitbekommen. Es gibt eine Aufzeichnung nachher, die bei YouTube, die bei Instagram und natürlich auch bei Facebook läuft. Wenn es da ein bisschen geruckelt hat, guckt euch nachher die Aufzeichnung an und dann gibt es auf jeden Fall störungsfreien Bild und Ton. Wir sind hier halt auf dem Land, so ist es nochmal. Darf ich noch eine Kleinigkeit loswerden, weil wir gegen gerade einen kleinen Aufpreis über die Tickets sehen. Ja, das machen wir nachher im Backstage-Bereich klar mit dir. Also wir haben ja jetzt über die Tickets jetzt auch ein paar Mal, keine Sorge, wir machen keine Schweinereien hier. Also wir haben die Ticket-Sales, haben wir ja ein paar Mal angesprochen. Es ist so, dass wir hauptsächlich natürlich online verkaufen. Es gibt auch eine begrenzte Kapazität hier natürlich, weil wir eben die Abstandsregeln einhalten werden. Deswegen ist schon zu empfehlen, vorher die Tickets online zu kaufen. Wir lassen auch den Online-Shop bis zum Veranstaltungsbeginn oder auch darüber hinaus offen. Wer sich jetzt kurzfristig entscheiden will, kann online kaufen. Wir haben auch eine Tages- oder Abendkasse hier, aber wir würden schon eigentlich empfehlen, auch wenn es kurzfristig ist, schnell online gehen, Tickets kaufen und dann herzukommen. Dann nennen wir doch sicherheitshalber nochmal die Adresse. Ah, ja, www.hausarrest.tv. Jetzt Samstag geht's los. 3 Wochenenden. Ist ja richtig was los auf dem Gelände von Kloster Grafenthal. Mein Name ist Thorsten Martinas. Dankeschön an Sascha Lange und an Dennis Heinen für die vielen Informationen. Euch viel Spaß an dem Wochenende und wir sehen uns wieder. Und jetzt blenden wir nochmal ein, wo es Tickets gibt. Nicht, dass jemand das nicht mitbekommen hat. Schönen Abend. Danke für die Werbesendung.